500 Gramm gemischte Pilze, Klammer auf, zum Beispiel Steinpilze, Pfifferlinge, Rotkappen, Klammer zu, 20 Gramm frischer Ingwer, 2 Knoblauchzehen, 150 Gramm Zwiebeln, 25 Gramm Butter, 5 Exaliter, trockener Sherry, 500 Milliliter Gemüsebrühe, 200 Milliliter Schlagsahne, Salz, Pfeffer, 1 k 2 bis 4 Exaliter Limettensaft, Tee, Szechuan Pfeffer, 5 Stiele, Thai Basilikum, 1. Pilze sorgfältig putzen und klein schneiden. Den Ingwer schälen und grob hacken. Knoblauch und Zwiebeln fein würfeln. Zweitens, Butter in einem Topf erhitzen. Knoblauch, Zwiebeln und Ingwer darin andünsten. Die Pilze zugeben und unterrühren, 8 bis 10 Minuten garen. Sherry und Gemüsebrühe zugeben, aufkochen und 2 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Die Sahne zugeben und im Küchenmixer portionsweise sehr fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Limettensaft abschmecken. Drittens, Szechuan Pfeffer in eine Pfanne ohne Fett anrösten. Abkühlen lassen und im Mörser fein zerstoßen. Die Thai-Basilikumblätter von den Stielen zupfen. Die Suppe in vorgewärmte Schalen füllen und mit dem Szechuan Pfeffer und den Thai-Basilikumblättern bestreut servieren. Pro Portion 8 Gramm E, 22 Gramm F, 7 Gramm Ka gleich 268 Kilokalorien, Klammer auf, 1122 Kilojoule, Klammer zu.